und willkommen zu einem neuen Kochvideo. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach und mit wenig Zutaten ein paar weiße Bohnenbällchen oder Frikadellen machen könnt. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Da ich in dem Gericht, also wenn ich jetzt diesen Teig herstelle, die Bohnen im kalten Zustand brauche und ich meine Hülsenfrüchte ja immer im trockenen Zustand hier zu Hause habe, habe ich mir die gestern schon vorgegart. Ihr könnt aber auch die weißen Bohnen aus der Dose nehmen, dann habt ihr es jetzt ganz einfach, nämlich nur abschütten und ein bisschen abspülen. Die Bohnen kommen dann in einen Mixer und dann kommen die kompletten Gewürze, also Salz, Pfeffer, Chili, wenn ihr mögt, wenn ihr noch ein paar Kräuter dran machen möchtet, auch das Tomatenmark, Haferflocken, also es kommt alles mit rein in diesen Mixer. Und ich nehme ja anstatt Ei gerne das Sojamehl. Also habe ich 2 Esslöffel Sojamehl mit 4 Esslöffeln Wasser vermischt und habe das dann auch noch mit in den Mixer gegeben. Und dann kann losgehäckselt werden. Und dann kommt das noch jetzt so ein bisschen auf den Mixer an, ob ihr vielleicht noch ein bisschen Wasser dazugeben müsst. Manche brauchen etwas mehr Flüssigkeit, damit die das zerhäckseln. Aber besser ist für den Teig, wenn er nicht so flüssig ist. Umso einfacher lassen sich dann die Bällchen formen und umso weniger klebrig ist der Teig. Wenn dann fertig gemixt ist, also wenn man dann so einen schönen, homogenen, aber festen Teig hat, den lässt man dann nochmal so eine halbe Stunde bis Stunde ruhen, damit die Haferflocken auch noch etwas von der Flüssigkeit aufsaugen können. Zum Formen der Bällchen habe ich mir die Hände etwas nass gemacht, dann lässt sich das einfacher rollen und dann halt zwischen den Händen so Kügelchen geformt. Und weil ich finde, wenn man Kügelchen brät, das ein bisschen unpraktisch finde, habe ich die noch ein bisschen platt gedrückt, so kann ich die dann halt von beiden Seiten knusprig braun anbraten. Die Bohnenbällchen brauchen dann auch schon etwas mehr Öl als normal. Das habe ich in einer Pfanne erhitzt und habe dann die Bohnenbällchen damit reingegeben und die Temperatur dann auch etwas runtergestellt. Und ich habe ja schon mal diese Burger Patties aus den Kidneybohnen gemacht. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben bei dem i. Und genauso wie diese Kidneybohnen Patties sind hier diese weißen Bohnenbällchen auch nicht ganz so fest von der Konsistenz. Also gerade in der Pfanne, die sind etwas weich, deswegen nur einmal wenden. Also dann die Pfanne kurz hoch andrehen, anbraten, die Pfanne dann runterdrehen und so von jeder Seite 5-6 Minuten, je nachdem wie groß ihr halt eure Bällchen geformt habt, eure Frikadellchen. Also nur einmal wenden und von der anderen Seite dann auch nochmal knusprig anbraten. Ich habe dann alle Bohnenbällchen noch auf so einem Küchenkrepp etwas abtropfen lassen, damit nicht ganz so viel Fett da drin ist. Und wenn die dann kalt werden, umso fester werden die dann auch. Wir haben sie uns dann kalt schmecken lassen mit etwas Hummus und Baguette dazu. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch ein paar andere Kochinspirationen braucht, könnt ihr auch gerne noch mal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Hunger und bis zum nächsten Mal.